Oh mein Gott, ist das ein Krach aus dem Experimentenraum. Ich muss da mal hingehen. Was ist da bloß los? Herr Professor Andy, was machst du denn hier? Der Lärm ist hier so groß. Ich soll in die Truhe hinter mir gucken? Was ist denn da? Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist einfach richtig cool. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Minecraft Mod Review. Sehen wir uns den Metroid Prime, also sozusagen den Metroid Cube 3 Mod an, der noch in Beta ist. Also sind nicht viele, sind die meisten Funktionen noch nicht drin, also einige. Die meisten sind drin. Aber ich habe eine frühere Version runtergeladen, wollte sie reintun, aber sie hatte keinen Multiplayer Support, weswegen sie leider nicht auf den Server lief. Deswegen muss ich mich mit der Version hier abfinden, die aber eigentlich auch ganz gut ist. Weil mit früheren Versionen war es nicht möglich, ins Nether zu gehen, aber es ist jetzt nun möglich, aber nur, wenn man einen bestimmten Anzug drin hat. Also, wie ihr ja gerade sehen könnt, ich trage den ganz normalen Power-Suit, der richtig schick aussieht, by the way. Ach, Metroid-Erinnerung, ich vergöttere die Metroid-Reihe einfach, sie ist so cool einfach. So, und hier habe ich erstmal die ganzen Upgrades. Ich habe aus Versehen geschossen. Hier habe ich die ganzen Upgrades aufgelistet, die mit den verschiedenen Metroid Prime Teilen zusammenhängen. Also hier an der linken Seite findet ihr die Metroid Prime 1 Upgrades. Man kann zwischen den Beams von Metroid Prime 1 und 2 wechseln. Es gibt auch weiße Upgrades, wie man sie von Metroid Prime kennt. Und hier sind die Beam Upgrades für Metroid Prime 2. Es sind nicht viele. Ich glaube, es kommen noch mehr dazu. Das sind die Hauptbestandteile, die eigentlich in jedem Metroid Prime Teil drin sind. Also Space Jump. Screw Attack wurde erst in Metroid Prime 2 eingefügt, also es ist auch da drinnen. Und hier haben wir den PD Suit, der Hyper Mode natürlich aktiviert. Und hier dann noch den Hazard Shield, den man in Metroid Prime 3 ab einem späteren Spielverlauf findet. Und ja, ich würde mal sagen, wir spielen mal ein paar von diesen Upgrades ein und sehen mal, wie das aussieht. So, dann nehmen wir uns erstmal hier diese hier vor. Ihr seht schon, die schalten neue Logbook-Entries frei. Und sozusagen haben wir jetzt, wenn wir jetzt hier mal da drüber gucken, Wave Beam, Ice Beam, Plasma Beam drinne. Wir haben noch keine Charge Beam-Kombos, aber zu denen kommen wir gleich. Erstmal gehen wir mal die Beams. Also, ihr seht jetzt hier an der rechten Seite direkt die Beams. Das rote ist der Plasma Beam, der lila der Wave Beam und der weiße dann der Ice Beam. Und das in der Mitte, der gelbe, ist dann halt der Power Beam, den ich gerade benutze. Und ihr switcht zu den einzelnen Beams, indem ihr entweder C ist das. K, das ist für den Ice Beam. Oder wenn ihr J drückt, für den Plasma Beam. Für den Wave Beam muss ich kurz nochmal gucken. Aber ihr seht schon, es sieht schon so richtig nice aus. So, ihr seht ja schon, um zu den einzelnen Beams zu wechseln, müsst ihr für den Ice bzw. Inhalter Beam, zu dem wir später kommen, K drücken. Zu dem habe ich gerade geswitcht. Für den Plasma Beam brauchen wir J. Für den Power Beam brauchen wir E, dadurch schon anders benutzt wird. Also nehme ich mal stattdessen hier einfach mal P, was auch nicht geht. Okay. Nehme ich mal A, geht auch nicht. W. Ich belasse es einfach mal bei I. Und für den Power Beam, also für den Wave Beam, brauchen wir halt dann L. Also K, J, I, L ist die Tastenkombination für alle Beams. Es gibt auch eine
Funktion Visors zu wechseln. Das kann man mit der Taste hier. Aber sobald man. Aber ich habe noch kein Visor-Upgrade aufgesetzt. Deswegen funktioniert das gerade nicht. Habt ihr gerade gemerkt? Weil das hat stattdessen Rays Minimap aufgeworfen. By the way, ich müsste das erstmal hier irgendwie rumswitchen. Ah, ist ja nicht so wichtig. Also, okay. Ich mach grad I, aber der wechselt nicht. Oh. Ups. Es ist ein bisschen verbuggt, merkt man. Also für Wavebeam braucht man. Entschuldigung für das Steuerungswechsel die ganze Zeit, aber irgendwie geht das hier so ein bisschen nicht. So machen wir mal M statt Powerbeam und dann N statt Wavebeam. Oder besser B. Nein, B haben wir schon fürs Logbook. Dazu kommen wir gleich. Nehmen wir mal V, aber dafür haben wir schon was anderes. Y. M und Y. Perfekt. So, für das Logbook nehmen wir mal L. Das geht aber nicht. Also nehmen wir Numpad 0. Sorry, ich habe gerade meine Aufnahmetaste gedrückt. Das erklärt, warum auf einmal abrupt gecuttet wurde. Nehmen wir stattdessen besser Numpad 2, damit ich nicht aus Versehen auf 2 drücke. Sondern für den Hypermode nehmen wir dann Numpad 5 und für die Missiles einfach 1. So, mal sehen, ob es jetzt geht. So, wir können jetzt wechseln, nur kommt dann das hier wieder. Deswegen wechseln wir mal schnell wieder das Ganze. Ach, es ist manchmal ein bisschen nervig, wenn ich das wechseln muss. Es gibt so viele Mods, die einfach kollidieren mit den anderen. So. Das hier ersetzen wir mal durch 4 und das hier mal durch 6. So, perfekt. So. So. Das ist hier der Wavebeamer. So, ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal draußen und testen mal aus, was die ganzen Beams hier so können. Dafür brauchen wir erstmal Mobs. Ich muss erstmal welche herholen. Ich habe nämlich die Difficulty noch nicht so richtig eingestellt. So. Jetzt müssten Mobs spawnen. Ah, da hinten sind schon welche. Also wenn ihr jetzt mit dem Powerbeam rechtsklickt, schießt ihr. Ihr könnt hier auch aufladen und dann loslassen. Und das macht mehr Schaden, als wenn ihr es vorstellt. Ich habe leider keine Damage Indicators drin. Sonst hätte ich euch zeigen können, wie viel Schaden das macht. Aber ihr könnt schon sehen, mit zwei Charge Beams könnt ihr den Creeper sofort außer Gefecht setzen. Und der Powerbeam hat auch eine Weite, kann auch weit schießen. Gerade. Weil eine bestimmte Weite hat der Weg. So, und jetzt kommen wir mal Moment mal, zum Ice Beam, den wir durch Charge triggern. Und der kann folgendes. Und zwar, wenn ihr den Charge Beam macht, sollte es eigentlich den Gegner kurzzeitig einfrieren, was aber nicht passiert. Aber der bringt wenigstens mehr Schaden als der vorige Beam. Und man braucht eine gewisse Ablenkzeit, damit man den nächsten Schuss machen kann. Anders als beim Powerbeam. So, kommen wir nun zum Wavebeam. Wenn ihr aufladet, ladet ihr Elektrizitätsschwungen frei. Oh. Ah ja, Skelett fährt. Ich schieße mal auf den Creeper. Sorry für die Soundlags, aber der Mod ist natürlich noch Beta, das kann man verstehen, oder? Ach ja, leider ist das Kampfschiff, also was man im Metroid Prime 3 benutzt, nicht verfügbar. Wird womöglich aber bald hinzugefügt, weil eigentlich sollte etwas mit Talon 4 hinzugefügt werden worden sein. So, jetzt kommen wir mal zum Plasma Beam. Wie trigger ich den nochmal? Ach ja, ja. So, wenn ihr jetzt aufladet, habt ihr so einen Flammenstrahl. Und wenn ihr einen Gegner damit trifft, dann brennt er. Das solltet ihr nicht bei Gebäuden ausprobieren, sonst brennen sie. Aber ich habe hier nicht so eine gute Entfernung. Der geht schon, ich bin ein bisschen schlecht im Zielen. Auch wenn ich Metroid Prime schon gespielt habe,
Wirklich, ich mag diese Reihe so. Das ist irgendwie komisch. Normalerweise müsste ich sie treffen. So, versuchen wir es jetzt. Ja, wenn ihr sie trifft, dann brennen sie instant. Und das ist einfach mal richtig cool. Vor allem, das ist nutzvoll. Wenn ihr gerade einen Spaß habt, dann solltet ihr sie mit dem Flaschen einfach mal treffen. Und dann sterben sie einfach nach einer Zeit. Und die Gegner droppen solche Energy-Kugeln, die eure Energy-Bar da oben, wie ihr sie gerade seht, auffüllen. Wie ihr das erweitert, dazu komme ich gleich. Aber jetzt gehe ich erstmal zum Powerbeam zurück und gehe wieder in den Experimentenraum. Und zeige euch jetzt erstmal und spiele jetzt erstmal die Charge-Kombos auf. Und die Missiles. So. Code-Kombination eingegeben. Dann noch hier. So. Wir haben ja noch den Morphball reingezogen. Flüster-Morphball-Bombe. Dem kommen wir jetzt. Also, ihr solltet das unbedingt in Third Person machen, weil in First Person seht ihr gar nichts, sondern nur eine kleine Höhenveränderung. Wenn ihr jetzt Z drückt, ich glaube, so war das. Okay, Fail. Welche war es nochmal? Wenn ihr jetzt Z drückt, obwohl, habe ich das überhaupt an... Habe ich das überhaupt aufgespielt? Ja, habe ich. Das ist komisch. Dann gucken wir mal auf den Powerbeam. Und zwar ist Morphball aktiviert. Das sieht man hier. So, wenn ihr hier mal Z drückt, das geht irgendwie nicht. Sorry dafür, ich muss mal wieder was umändern. Wir benutzen mal dafür 0. So. Wenn ihr jetzt 9 drückt, also Numpad 9, normalerweise müsste da was passieren. Was passiert nichts. Warum? Wohl. Das ist komisch. Auch mit dem Powerbeam equipped passiert nichts. Also ich würde mal sagen, der Morphball ist ein bisschen verbuggt. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Energy Tanks und den Missile Expansions, bevor wir zu den Charge Combos weitergehen. So. Wenn ihr mit denen rechts legt, seht ihr, dass Energy Tanks kommen. Das maximal sind solche, so viele Balken. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, schätze ich mal. So viele Energy Tanks könnt ihr mindestens nehmen. Sobald ihr Missiles freischaltet, dazu komme ich jetzt, seht ihr an einer bestimmten Stelle im HUD Missile. Eine Missile-Anzeige. Wenn ihr hier Missile Expansions benutzt, da seht ihr die graue Zahl. Daran wisst ihr, wie viele Missiles ihr habt. Da das durch die Minimap aber irgendwie nicht so gut aussieht, nehmen wir einfach die Minimap an der oberen linken Stelle. So, nehmen wir uns den Beam wieder vor. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte, aber... welche war nochmal für die Missiles? So. Wenn ihr 1 drückt, könnt ihr hier die Missile abschießen und sie macht Schaden. Sie kann sogar Blöcke durchdringen. Das solltet ihr lieber nicht machen, wenn ihr in Gebäuden seid. Das habt ihr gerade gesehen, war mein Fehler. Und wir haben noch die Supermissile, die ihr abschießt, Das ist die Charge-Kombo des Power-Beams. So, ich habe soeben die ganzen Charge-Kombo-Upgrades aufgespielt mit der Supermissile. Und ihr werdet jetzt sehen, was alles anrichten kann. Also, zuerst die Supermissile. Ihr müsst jede Charge-Kombo mit Hilfe von 8 ausführen, bei meinerseits. Bei euch wäre es eine andere. Ihr könnt das in der Steuerung einsehen. Also, wenn ihr jetzt aufladet und dann 2 macht, dann... Oh. Das ist passiert. Irgendwas benutzt schon Numpad 2. Ist aber nicht was. Ich change das mal besser. Obwohl, das war 1. Ups. So, wenn ihr... auch eine andere, weil sonst komme ich so leicht auf die 0 dran. So, nehmen wir jetzt mal besser die Nummer 7. Perfekt.
Nee, die 8 wäre besser, obwohl. Nee, okay. Ich maul jetzt besser nicht. So. So, für die Supermission müsst ihr aufladen und dann sofort 7 drücken. Ihr schießt dann die Supermission ab. Und sie hat eine Zerstörungskraft, wie nie. Das solltet ihr auch nicht unbedingt in Gebäuden machen. Deswegen bin ich aus dem Palazzo rausgegangen. So, kommen wir jetzt erstmal zum Eisspreader. Dieser verwandelt ein bisschen der Landschaft in Eis, also in Schnee sozusagen. Ihr könnt das jetzt sehen, indem ich jetzt einmal auflade und dann sieben drücke und dann passiert das. Es kommt ein bisschen Schnee zum Vorschein und das war's dann eigentlich auch. Aber eigentlich sollte dieser Eisspreader auch noch dafür sorgen, dass Feinde einfrieren. So, ihr seht auch, wenn ich hier eine Charge-Combo ausführe, verbraucht das 10 meiner Missiles. Deswegen sind sie auch richtig kostbar, diese Charge-Bombos, und sollten nicht immer verwendet werden. So, Wavebuster. Ihr ladet auf, macht dasselbe wie bei den anderen Charge-Combos, aber müsst jetzt die 7 gedrückt halten. Denn dann löst ihr eine Elektrizitätsstelle aus. So, kommen wir jetzt zum Flamethrower, also dem Flammenwerfer. Oh, da brauchst du wieder eine Missile gemacht. So, für den Flamethrower macht ihr dasselbe wie beim Wavebuster. Das sieht dann so aus. Das ist eine richtig nice Combo. Und ja, ihr seht schon, diese ganzen Charge-Combos können sehr viel. So, ich würde aber jetzt mal vorschlagen, wir gehen mal wieder zurück. So, sehen uns mal die restlichen Upgrades an, bevor wir dann auch zu Metroid Prime 2 übergehen. Dieses Morph-Review könnte etwas lange dauern, weil es sind viele Bestandteile hier drin. Ich hatte eigentlich vor, ein Abenteuer mit Connor hier mit den Sioux zu beschreiten. Okay, kommen wir mal zu den Weiser und den Suit-Upgrades. Ach ja, sorry für die Cuts, aber irgendwie komme ich immer auf die Numpad 0, deswegen habe ich die Aufnahmetaste jetzt sofort geändert. Und zwar wollte ich mit Connor so gerne ein Metroid-Adventure machen. Sodass wir dann halt auf so ein Abenteuer gehen, aber mir fehlt noch irgendein bestimmtes Ziel. Vielleicht könnt ihr Leute mir in den Kommentaren Vorschläge geben, um was es sich bei der Geschichte handeln soll. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Weiser und den Suit Upgrades. So, ich habe das Morphball Upgrade nochmal drauf gespielt und wenn ich jetzt Numpad 9 drücke, hier ist der Morphball. Er sieht etwas hilarious aus, aber der Mod ist im Beta, also nicht wundern. Aber der ist richtig nützlich. Also wenn ihr kurze Durchgänge habt, könnt ihr da durchrollen. Und wenn ihr wieder 9 drückt, seid ihr bei eurem alten Anzug zurück. So, kommen wir zu den Weiser Upgrades. Diese sollten mittlerweile jetzt auch funktionieren, weil ich habe jetzt auch das Nötigste jetzt eigentlich wieder eingetan. Und ich werde erstmal kurz auf Peaceful umstellen, damit die Monster wegkommen. So, das tun wir jetzt erstmal die ganzen Weisers hier rein. Ihr seht jetzt erstmal, dass wir hier an der linken Seite verschiedene Symbole haben. Wenn ihr jetzt 8 drückt, der Weiser sollte jetzt eigentlich ändern. Okay, das ist ein kleiner Bug. Vielleicht muss man irgendwas machen, ich weiß nicht so recht. Aber die Weisers sind noch nicht richtig funktional. Also dieser Mod ist im Beta, also nichts wundern. Ja, Beta. Ja, genau. Hier ist der Various Field Upgrade. Den habt ihr normalerweise immer in jedem Metroid Prime Teil drin. Außer Metroid Prime 1, den verliert ihr einen bestimmten Punkt des Spiels, plus einige Funktionalitäten. Ich werde ihn jetzt draufspielen und guck mal, was sich verändert. Kommt bekannt vor, was? Ja, dieser Anzug schützt euch vor Wärmetemperatur und Lava. Ihr nehmt trotzdem Lava, aber ihr bekommt weniger Schaden dadurch und die Energietanks sind weg. Okay. Muss mal kurz wieder drauf spielen, weil, ja. So. So, das müsste es sein. So. Junge, Junge. Sorry dafür. So. Ihr könnt das hier nochmal so sehen. Und ihr seht sogar noch bei Energy, wie viel Energy wir haben, und zwar 1400. Und kommen wir jetzt mal zum Gravity Suit. So sieht das Upgrade aus und dieser Anzug ist wirklich das Beste. Ihr nehmt den jetzt, wenn ihr den nehmt, seht ihr so aus. Und ihr nehmt keinen Schaden mehr durch was? Durch Feuer. Könnt euch darin frei bewegen. Und nicht nur bei Feuer. Ihr könnt euch... Lava. Ja, okay, ich sag schon Feuer.
Fell. Auch bei Wasser könnt ihr euch bewegen, so als ob, so wie ihr es auf Land tun könnt. Ich kann es jetzt nicht so zeigen, weil, nun ja, ich will jetzt nicht aus dem Palazzo rausgehen, also. Okay, sehen wir uns mal jetzt mal den Phason-Suit an. Diesen Anzug bekommt ihr nach einem Bosskampf in Metroid Prime 1. So, ihr nehmt den und so sieht das aus. Richtig nice. Es gibt eine Möglichkeit, den Phason Beam abzufeuern, aber das könnt ihr, wenn ihr den Hyper Mode triggert. Dafür müsst ihr aber allerdings aufs Phason stehen oder Phason in eurem Inventar haben. Das kann ich mal kurz machen. Das ist Phason. Wenn ihr das in euren Inventar normalerweise trägt, dann müsste es euch Schaden bringen. Es gibt eigentlich auch Spreading Phason, aber wenn ihr ohne den Phason-Suit auf Phason rumläuft, kriegt ihr Schaden und richtiger negative Buffs. So, wenn ich jetzt H mache, ich glaube, das war das, glaube ich, ne, Fail, das war eine andere Taste. Oh, ich muss mir das angewöhnen. Wenn ihr jetzt 5 drückt, hä? Eigentlich sollte jetzt ein Hypermode passieren. Okay, ihr seht schon, das geht nicht. Vermutlich geht das nur, wenn ihr in einem Pool von Phasons steht, wie in Metroid Prime 1. So, ich glaube, das war's dann so ziemlich mit Metroid Prime 1. Und um zu den Beams von Metroid Prime 2 zu wechseln, macht ihr Folgendes. Es gibt eine bestimmte Taste, um zu wechseln. Zu der komme ich jetzt. So, ihr müsst sneaken und eine Beam-Taste drücken, glaube ich. So war's. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das hier triggert. Vielleicht, wenn ich die Switch weiser mache, dann geht's vielleicht, obwohl Key Lock On könnte auch funktionieren. Machen wir mal hier. So, wenn wir jetzt mal. Welche war's denn? Okay, ich muss mal kurz recherchieren, also wartet mal kurz. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man das Ganze macht. Ich glaube, man muss H drücken und dann passiert etwas. Hä? Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie man das mit dem Weiser macht. Kommen wir erstmal dazu. Und zwar haltet ihr die Taste gedrückt und dann nehmt eine Beam-Taste. Und dann schaltet sich der Weiser ein. Das hier ist, glaube ich, jetzt der X-Ray-Weiser. Und der X-Ray-Weiser erkennt Durchgänge, die eigentlich nicht sichtbar sind. Also ich kann ihn jetzt nicht wirklich austesten, deswegen komme ich jetzt gleich mal zu dem anderen. Oh, ups. Und zwar ist das hier, glaube ich, der. Ah, ich weiß nicht. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das mit dem. So, ich switch jetzt wieder zum Comet Visor. Es gibt eigentlich den Scan Visor, glaube ich, aber hä, ich weiß nicht, ob ich den benutzen kann. Könnte ich eigentlich. Hey, cool. Hey, wie scanne ich? Ich weiß nicht, wie ich den scanne. Es muss irgendwie möglich sein zu scannen. Also hat ja immer den Scanweiser drin, aber wie scanne ich jetzt bitte? Das ist irgendwie komisch. Vielleicht E? Oder? Oh, ich habe hier den Morphball transformiert. Okay. Ich glaube, wir müssen das hier drin finden. Obwohl, nein, können wir nicht. Mist. So. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, wie man zu Metroid Prime 2 rüber wechselt, aber ich kann mal kurz gucken und versuchen, ob,
und gucken, wie das geht. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Und zwar, ich muss sneaken und einen Beam-Switch aktivieren, damit das zu Metroid Prime 2 rübergeht. Wenn ich jetzt hier 4 drücke, oder 6 sozusagen. So. Hä? Hä? Das ist irgendwie komisch. Das switcht nicht. Das ist irgendwie komisch. Das switcht einfach nicht. Sneak and Beam Switch to Toggle Prime on 2 Beams. Da steht, man sollte sneaken und dann einen Beam Switch benutzen, um dann sofort umzuschalten. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht muss ich... Ich weiß es nicht. Wie wechselt man? Also sneaken. Dann drücke ich 6 und dann passiert nichts. Vielleicht, wenn ich Upgrades drauf spiele. Vielleicht ist es dann. Dann nehmen wir uns hier erstmal alles. Außer die Suits. Zu denen kommen wir. Ich versuche jetzt halt irgendetwas. Welche ist es? Nein, dieses hier ist es nicht. Nein. Ich dachte, es wäre was von den F-Tasten, aber das ist es nicht. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das jetzt hier funktioniert, aber ich kann irgendwie nicht wechseln. Das ist irgendwie unmöglich. Oh. Ich habe mein Powerbeam rausgeworfen. Es muss doch irgendwie gehen. Die sagen da Sneak und Beam Switch to Toggle Prime Run 2 Beams. Das ist irgendwie komisch. Da soll ich mir einfach den Beam einfach holen. Das ist einfach das Einfachste, was ich machen kann. Aber ich kann ihn nicht so einfach holen. Oh, man kann ein Portal zum Dark Aether machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das ist komisch. Also, ja. Dieser Mod ist im Beta. Vielleicht wird das Problem behoben. Aber ich würde mal sagen, das war es erstmal für diesen Teil des Mod-Reviews. Ich mache später mehr dazu, wenn ich herausgefunden habe, wie ich switche. Und dann sehen wir uns dann halt beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.